Wie es vor Ort aussieht, wissen wir ja auf der Anfahrt noch nicht. Und da kriegen wir schon, ich sag mal, die ersten Infos zugesteckt. Damit wir auch schon mal wenigstens wissen, worauf wir sind. Also zur Information, wir haben gerade die Rückmeldung von der Leitstelle gekriegt. Brennt Müllcontainer vor Ampel Hauptstelle. Bestätigtes Feuer. Bestätigtes Feuer. Natürlich, dies ist Gott sei Dank nur eine Übung. Ich bin heute bei der Freiwilligen Feuerwehr in Rüthen. Und ich bin froh, dass dies kein realer Einsatz ist, denn die Spannung kann ich selbst bei dieser Übungsfahrt spüren. Ich habe mich hier umfassend über die wichtige ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr informiert und war oft überrascht, mit welchem Aufwand und welcher Präzision hier gearbeitet werden muss. Neben Einsätzen und Übungen wird in mühsamer Kleinarbeit auch Material und Technik gewartet. Auch dies meist ehrenamtlich. So braucht es nach jedem Einsatz eines Atemgerätes über eine Stunde, bis dies wieder bereit ist. Und dann hat er noch die Mutprobe gewartet. Ich hatte wirklich weiche Knie. Hier oben in diesem Korb zu stehen, ist wirklich nicht ganz leicht und ich stelle mir vor, wie das wohl in der Hektik eines realen Einsatzes ist. Ich bin froh, als es wieder langsam abwärts geht. Ganz enorm, also man braucht schon Mut. Wir sind ja jetzt nur die Hälfte hochgefahren, 15 Meter, 30 wären möglich mit diesem Wagen, mit diesem Leiterwagen. Das habe ich mir nicht zugetraut, da hatte ich Angst. Aber zurück zu der Übung. Jeden Mittwochabend wird geübt und wieder geübt. Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Ich bin schwer beeindruckt. All dies passiert in der Freizeit. Und neben den Übungen sind die Kameraden der Feuerwehr jederzeit auf Abruf bereit. Ich bin überzeugt, dieses ehrenamtliche Engagement muss noch viel stärker gewürdigt und unterstützt werden. Von uns allen. Denn wir alle hoffen, dass im Falle des Falles diese Männer und Frauen alles fallen und liegen lassen und uns zu Hilfe eilen.